Hey Leute, schön, dass ihr da seid. Ja, normalerweise zeige ich euch auf meinem Kanal ja immer gewisse Sachen, wie sie funktionieren. Heute ist das mal anders. Heute habe ich einen Experten an meiner Seite, Profiboxer Patrick Rokul, und der wird euch jetzt einmal zeigen, wie ihr Bandagen wickelt. Er wird euch dabei eine Standardvariante zeigen, die gerade für Anfänger geeignet ist. So, als erstes wickeln wir die Bandagen komplett ab. Wir haben dann hier eine kleine Daumenschlaufe, da gehen wir mit dem Daumen rein. So. Fangen mit dem Handgelenk an. Ich empfehle immer 3 bis 4 Mal bei einer 3,5 Meter langen Bandage. Spreizen dann den Daumen ab. Ganz wichtig, bandagieren zweimal den Daumen. Das ist das Daumensattelgelenk. Ganz, ganz wichtig, dass wir diese schützen. Spreizen dann unsere Finger ein bisschen ab und gehen ca. 3 bis 4 Mal um die Faust. Haben damit unsere Knöchelchen an der Faust auch abgedeckt. Gehen dann vorne über Mittelhandknochen wieder zum Handgelenk und wechseln dann zwischen Faust, über die Mittelhand und enden dann letztendlich am Handgelenk. So, da habt ihr gesehen, wie das Ganze funktioniert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Bis dann, euer MacPaverick.